Wir sehen das auf jeden Fall, weil wir schnell reagieren müssen. Schnell reagieren heißt, dass wirklich Probleme auf dem Markt auftreten, zum Beispiel Callcenter, solche Sachen, die dann ihre Mitarbeiter ins Homeoffice schicken und auch schnell geliefert werden müssen und eine professionelle Lösung haben müssen. Nicht irgendeine Hauruck-Sache, sondern wirklich das, was sie im Büro haben, auch zu Hause wiederfinden. Dazu gehören Headsets, da gehören so die Telefone auf jeden Fall dazu. Und das können wir natürlich bewerkstelligen, weil wir unsere Lager nicht nur bei den Distributoren haben, sondern auch unser europäisches Zentrallager hier in Deutschland haben. Das heißt, die Problematik mit der Verschiffung, wie es am Anfang der Krise ja war, halbvolle Schiffe fahren nicht aus China, weil da war der Shutdown gerade da. Also fahren sie gar nicht. Wir konnten immer liefern und wir können immer liefern. Und wir sind eigentlich sehr gut bestückt. Als deutsche Firma natürlich haben wir auch ein deutsches Zentrallager. Es wird auf jeden Fall. Ich meine, man sieht es, man braucht nur den Fernsehkanal einzuschalten, ob CNN oder sonst irgendwo. Eigentlich arbeitet die ganze Welt ja aus dem Homeoffice. Die Problematik ist einfach dabei, dass es professionell sein muss. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Wir haben Anfragen, wo wir wirklich zum Beispiel im Callcenter-Bereich sofort liefern müssen, weil die Funktionalitäten müssen zu Hause gegeben sein, die auch vor Ort im Callcenter gegeben sind. Und das geht natürlich nur mit solchen Lösungen, wie wir sie auch anbieten. Wir sind im Prinzip der Enabler, kann man sagen, dazu, weil die Endgeräte, was die wenigsten vielleicht verstehen, ist, sie funktionieren überall auf dieser Welt wie in der Firma. Das heißt, ich ziehe es in der Firma raus, das Gerät, fahre nach Hause, stecke es ein. Gegebenenfalls muss ich vielleicht noch ein Netzteil mitnehmen. Und dann habe ich exakt dieselbe Funktionalität, die ich im Büro auch habe. Ich sehe, ob die Mitarbeiter sprechen, BLF-Tasten. Ich habe mein Telefonbuch. All diese Sachen sind natürlich vorhanden. Und das ist das Wichtige. Wir haben dazu auch ein YouTube-Video, was das auch nochmal erklärt. Ganz wichtig ist im Homeoffice natürlich die Sicherheit. Ne, die muss natürlich gegeben sein, aber wie schon gesagt, ausziehen im Büro, nach Hause fahren, gegebenenfalls ein Netzteil mitnehmen, falls ich kein PoE habe, anstecken und es läuft. Ja, ist auf jeden Fall ein Trendthema. Wir haben da auch eine sehr gute Lösung. Wir selber haben hier Huddle Rooms. Wenn Sie heute zum CEO gehen oder in ein Abteilungsleiterbüro, haben Sie meistens kleinere Besprechungstische dort. Und die Sache ist einfach, man muss da nicht ein komplettes Konferenzsystem haben mit Wähltasten, mit allem drum und dran, sondern der Chef wählt von seinem Telefon, was er auf dem Tisch stehen hat, auf seinem Schreibtisch, ne, connectet das Ganze mit einem Dongle zum Telefon und dann zum Konferenzsystem, was direkt dann gekoppelt ist, per DECT, an das Telefon. Er wählt hier kurz die Telefonnummer, er hat seine Telefonbücher, alles drauf, damit geht er jeden Tag um und wählt das, drückt eine Taste und dann schaltet sich im Prinzip dieses System auf dem kleinen Besprechungstisch ein. Und das Ganze ist kabellos per DECT gekoppelt und dann kann das Gespräch stattfinden. Das ist eine sehr kostengünstige Lösung und sehr effizient. Und das Wichtige ist immer, dass man auch damit umgehen kann und nicht wieder in den Konferenzraum geht. Da funktioniert das System wieder anders. Er kennt sein Telefon, hat die Kopplung per DECT und alles funktioniert. Wir haben verschiedene Konferenzsysteme. Wir haben die ja auch mit abgesetzten Mikrofonen, mit DECT-Mikrofonen. Bei uns ist ja Konferenz alles, sage ich mal, connected mit DECT. Und da haben wir sehr schöne Lösungen. Und durch die abgesetzten Mikrofone ist das natürlich auch sehr gut in den Räumen sozusagen einsetzbar. Wir haben sogar dieses Gerät, was noch am Konferenzsystem, an dem Hauptsystem mit Wähltastatur
noch zusätzlich 3 connected werden können und dann in verschiedenen Räumen eingesetzt werden können, weil die Reichweite von DECT ist natürlich gegeben und die geht ja über, ne, sage ich in Anführungszeichen, 50 Meter. Aber die ist gegeben und dadurch kann man wirklich in großen Räumen verschiedene Satelliten setzen, die kabellos per DECT verbunden sind. Und das ist eine sehr schöne Lösung, auch sehr kostengünstig. Ja, die Zukunft bei uns sieht halt so aus, dass wir sehr viel auch Kunden, Partner einbinden. Und das ist bei uns sozusagen, wir machen Masterclasses, so nennen wir sie es. Oder wir haben hier Design-Linking-Shops, Workshops, solche Sachen machen wir. Und da beziehen wir unsere Partner mit ein. Das heißt, wir gehen nicht hin und sagen, das braucht der Markt, sondern wir fragen wirklich unsere Hauptkunden, was Sie sehen, welche Funktionalitäten Sie sehen, wie das Design auszusehen hat. Und all solche Sachen werden sozusagen mit einbezogen in unsere Entscheidung, was wir in Zukunft dann auf den Markt bringen. Welche Software eingesetzt wird zum Beispiel. Funktionalität ist eine ganz, ganz wichtige Sache, dass man da wirklich mit der Zeit geht. Und da sind die Partner natürlich die besten Informanten.